Ich war verfolgt mal dieses Daddy Shot. Genau, dann bitte. Das wollte ich schon immer mal machen. Davon habe ich als Kind schon geträumt. Es sollte so aussehen, als würde die Kamera durchs Regal fahren. Also wir haben uns schon lange darüber Gedanken gemacht, wie wir das hinkriegen. Und wir wussten, ohne doppelte Wände wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir wollten unbedingt diese Kulisse bauen. Ich wusste, ihnen würde was einfallen. Ja, und dann kam ja die Idee mit den Supermagneten und den Tüchern. Jemand musste ganz leise das Tuch wegziehen, während die Kamera langsam um den Protagonisten herumfährt. So viele Details für gerade mal eine Minute Filmmaterial.